Liebe Sport-Business-Branche, heute machen wir wieder ein Video-Interview in sehr besonderen Zeiten. Der Coronavirus hat unsere Branche weiterhin fest im Griff, auch wenn die Bundesliga mittlerweile wieder Geisterspiele spielt. So sind auch viele andere Sportarten noch am Ausharren, am Hoffen. Und wir möchten den Blick werfen. Wir möchten Plattform sein als Sponsors, um sich auszutauschen, um Mut zu machen, um voneinander zu lernen. Und heute sprechen wir mit Rudolf Scharping. Er ist Präsident des Bunds Deutscher Radfahrer. Er ist seit 2005 im Amt. Vorher war er sehr erfolgreicher Politiker, unter anderem Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz von 1991 bis 1994, Kanzlerkandidat der SPD 1994 und Bundesminister der Verteidigung von 1998 bis 2002. Jetzt also ein sehr erfahrener Sportfunktionär. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben und Herr Scharping den Ball oder ja das Rad direkt zu Ihnen rübergespielt. Lassen Sie uns wissen, wie geht es dem Radsport? Wie hart ist der Radsport von der aktuellen Krise getroffen? Ja, das ist wie bei allen Sportarten, die zum Teil in der Halle, zum Teil im Freien stattfinden oder stattfinden sollten und deswegen von den epidemischen oder den Maßnahmen gegen die Epidemie und das Coronavirus natürlich wie alle anderen Sportarten betroffen sind. Wenn Sie mir erlauben, mein sportlicher Beginn war in der Leichtathletik, dann war ich viele Jahre Vorsitzender eines Fußballvereins in der Verbandsliga und kenne das von daher. Ich freue mich natürlich, dass der Fußball und jetzt auch der Basketball mit, wie ich finde, vorbildlichen Konzepten wieder starten können. Ich sehe auch, dass ein Teil unserer Maßnahmen wieder beginnen kann unter sehr strengen Hygiene und anderen Bedingungen, wie zum Beispiel jetzt das Training unserer Weltmeister und anderer Bahnfahrer im Kurzzeitbereich, also Sprinter. Aber große Events mit Zuschauern, das ist nicht möglich. Und vieles im Bereich des Breitensports ist leider im Moment auch noch nicht möglich. Geben Sie uns doch nochmal bitte einen konkreteren Einblick. Wie viele Events sind bisher ausgefallen oder können Sie auch schon absehen, sind dann in der Vergangenheit als auch in der nahen Zukunft ausgefallen? Ja, wenn Sie erlauben, beginne ich mit dem Breitensport. Wir haben mit unseren rund 2500 Vereinen im Jahr circa 5000 Breitensportveranstaltungen quer durch die Republik. Und wir müssen davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte davon ausfallen wird. Das bedeutet für die Vereine, dass sie bestimmte Einnahmen nicht haben, sowohl von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht, als auch von den örtlichen Sponsoren. Das ist eine schwere Belastung für die Vereine und wird manche an die Grenze ihrer Möglichkeiten führen. Da müssen wir mal gucken, ob und wie wir da helfen können. Diese Entwicklung betrifft natürlich auch den Spitzensportverband, denn wir werden wahrscheinlich weniger Lizenzen verkaufen. Wir werden auf jeden Fall weniger Gebühreneinnahmen haben. Und so gut es ist, dass die Trainer und anderes Spitzensportpersonal und so weiter unverändert durch den Bund gefördert werden, so schmerzlich ist der Einnahmeverlust in anderen Bereichen. Können Sie den Einnahmeverlust schon beziffern? Das ist leider noch ziemlich Spekulation. Auf der Ebene des Spitzensportverbandes wird das auf jeden Fall ein sechsstelliger Betrag. Also irgendetwas deutlich über 100.000 Euro. Es ist deswegen ein bisschen schwer abzuschätzen, weil wir ja noch nicht genau wissen, wie es nach dem August aussehen wird. Wir versuchen zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft nachzuholen. Wir werden die Deutsche Tour nicht nachholen können. Die ist verschoben auf das Jahr 2021. Und so geht es vielen anderen großen Events auch. Was immer wir hoffentlich im Herbst machen können, im Sinne von deutschen Meisterschaften im Bereich Jugend, Nachwuchs, im Bereich der Spitzenathleten und Athletinnen, dann das werden wir tun. Aber wir haben im Moment nur Planungsvorhaben, aber leider keine Planungssicherheit. Können Sie uns nochmal einen Einblick geben über die Größe der Budgets vom BDR oder auch die Haupteinnahmequellen? Wie finanziert sich der Bund Deutscher Radfahrer? Ja, wenn Sie von, also wir nennen das unseren ordentlichen Haushalt, also das, was im normalen Betrieb finanziert wird, ohne dass man dabei berücksichtigt, was
Spitzensport und weltweite Spitzensportereignisse, seien es Weltmeisterschaften, seien es Olympische Spiele oder andere. Wenn man das mal außen vor lässt und das betrachtet als einen außerordentlichen Haushalt, dann sind im ordentlichen Haushalt des BDR etwas über 2 Millionen Euro pro Jahr. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in diesem sehr auf Kante genähten Haushalt erhebliche Schwierigkeiten bekommen werden. Und das hat mit Einnahmeausfällen zu tun, die man jetzt schon einigermaßen kalkulieren kann, aber eben auch mit Entwicklungen, die noch unabsehbar sind. Beispielsweise wissen wir nicht, wie sich die Dinge entwickeln im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Fernsehrechten und Gebühren dafür. Und wie viel von den 2 Millionen kommen jetzt vom Bund als Förderung? Wie viel davon sind Sponsoring? Wie viel sind Medieneinnahmen? Ja, in dem ordentlichen Haushalt ist, kann man so über den dicken Daumen sagen, immer jeweils rund ein Drittel aus Mitgliedsbeiträgen, Lizenzeinnahmen und dergleichen mehr. Also wenn man so will, aus der eigenen Organisation. Ein weiteres Drittel sind Sponsoring-Einnahmen und dann kommen noch verschiedene andere Dinge dazu. In dem ordentlichen Haushalt spielen Bundesmittel und Sportfördermittel eine relativ untergeordnete Rolle. Sie sind wichtig, natürlich. Aber von den Volumina her ist der außerordentliche Haushalt, also alles, was mit Spitzensport, Trainer, internationalen Wettkämpfen, Maßnahmen und so weiter zu tun hat, was in dem außerordentlichen Haushalt steckt, das ist sehr, sehr stark geprägt durch öffentliche Mittel. Und wie groß ist der außerordentliche Haushalt? Ist das ähnliche Summe nochmal um die 2 Millionen? Oder ist das Nein, das ist sogar fast das Doppelte. Also 4 Millionen Euro außerordentlicher Haushalt und 2 Millionen. So in der Größenordnung, ja. Können Sie schon absehen, ob der BDR auch durch diese Krise mit alleiniger Kraft durchkommt oder brauchen Sie Hilfe von Dritten, brauchen Sie Hilfe vom Bund, braucht es einen Rettungsschirm? Also erst einmal sind wir natürlich, wie alle anderen Spitzensportverbände auch, sehr dankbar dafür, dass die Corona-Epidemie nicht dazu führt, dass der Bund seine Leistungen kürzt. Das bedeutet, dass wir in diesem Bereich weder Kurzarbeit noch irgendetwas sonst als Instrument nutzen müssen, sondern dass wir da glücklicherweise auf der sicheren Seite sind. Das ist gut und ist auch den Anstrengungen des Deutschen Olympischen Sportbundes und anderer zu verdanken, insbesondere auch der Zusage des Bundesinnenministers. Das andere ist, dass wir fürchten müssen, dass es in den Vereinen erhebliche Schwierigkeiten geben wird. Und das hat natürlich seine Bedeutung mit Blick auf Breitensport, aber eben auch Jugend, Nachwuchs, Verkehrssicherheitstraining und viele andere Dinge, die wohl darunter leiden werden, zum Teil in einem durchaus gefährlichen Ausmaß. Was uns als Spitzensportverband und was unsere Landesverbände angeht, ist die Situation naturgemäß ein bisschen unterschiedlich, aber insgesamt noch nicht existenzbedrohend, aber sehr, sehr schwierig. Können Sie schon absehen, dass Sie sprachen die Vereine an, dass es dort schon zahlreiche Vereine gibt, die existenzbedroht sind oder die ihre Existenz nicht mehr aufrechterhalten können? Nein, das glaube ich nicht. Es wird vielleicht den einen oder anderen schwierigen Fall geben, das ist ganz sicher richtig. Aber wenn ich das ganze Jahr betrachte, dann muss man vielleicht eine kleine Information hier einflechten. Wir haben in den letzten, sagen wir mal, 15, 16 Jahren, mit Ausnahme von 2 Jahren, jedes Jahr wachsende Mitgliedszahlen gehabt. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir eine stabile Basis in unseren Vereinen und auch in unseren Landesverbänden haben. Und dass diese stabile Basis helfen wird, mit den zum Teil durchaus schwerwiegenden Auswirkungen der gegenwärtigen Situation dann auch zurechtzukommen, ohne dabei die Existenz zu riskieren. Teilen Sie meine Wahrnehmung, dass der Sport, gegebenenfalls mit Ausnahme des Fußballs, der ja eine Sonderrolle einnimmt, aber in der aktuellen Corona-Diskussion bisher ein Stück weit hinten runtergefallen ist? Also klar, Herr Seifert und Herr Rummenigge und Herr Watzke haben dann mit den jeweiligen Ministerpräsidenten gesprochen, aber vom restlichen Sport ist bisher relativ wenig zu hören. Woran liegt das? Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil
Vieles von dem, was vielleicht nicht so die ganz große mediale Aufmerksamkeit findet, wie zum Beispiel die Bundesliga, die übrigens nach meiner Einschätzung gar keine Sonderrolle hat, sondern eher etwas Vorbildliches leistet, genauso wie das jetzt auch mit dem Basketball passiert. Ich denke, da entstehen Konzepte, die man auch in anderen Bereichen des Sports durchaus nutzen kann, was Abstände, was Hygiene und dergleichen mehr angeht. Und das beispielsweise ist ja dann eine Erfahrung, die wir auch mit unserem eigenen Sachverstand nutzen, um zum Beispiel Trainingsmaßnahmen und dergleichen durchführen zu können. Was wir nicht machen können, ist Veranstaltungen mit großen Zuschauermengen. Aber da geht es uns genauso wie jedem anderen und nicht nur dem Sport, sondern auch der Kultur und anderen gesellschaftlichen Bereichen. Da ist die Situation ja durchaus vergleichbar. Ich bin aber sicher, dass wir durchaus eine gute Chance haben, im weiteren Verlauf des Frühjahrs oder Frühsommers dann zum Beispiel Breitensportveranstaltungen wie Radtouristikfahrten und dergleichen wieder aufnehmen zu können. Das sieht ganz gut aus und deswegen komme ich zu einem anderen Urteil. Nicht der Sport insgesamt wird ignoriert, sondern er hat auch in dieser Krise die ganz unterschiedliche mediale Aufmerksamkeit, die sich durch Sportarten, ihre Popularität, ihre massenhafte Verankerung oder anderes begründet. Und da ist der Fußball eben Sport und zugleich ein enormes Wirtschaftsunternehmen. Aber wenn die Bundesregierung Hilfspakete mit einem Volumina von über 1 Billion mittlerweile ja schnürt, muss man sagen, ist der Sport bisher relativ dünn bedacht worden davon. Also ich glaube, der DOSB hat einen Fonds von 1 Million aufgesetzt. Das ist ja dann doch eher ein Tropfen auf einen heißen Stein. Vermissen Sie da von der Spitzenpolitik ein klares Zeichen, dass man dem Sport in dieser außerordentlichen Krise dann unter die Arme greift? Nein, das vermisse ich nicht. Und zwar deswegen, weil innerhalb des DOSB und bei den Spitzensportverbänden gerade im Augenblick eine Umfrage läuft, die die wirtschaftlichen Schäden, die Auswirkungen und so weiter erfassen wird. Und auf deren Grundlage wird man dann auch im politischen Bereich miteinander reden und mit einem sehr klaren Ziel, nämlich den Sport insgesamt so gut wie möglich abzufedern in dieser sehr krisenhaften und sehr schwierigen Situation. Und das kommt nicht zu spät. Wir haben jetzt Mitte Mai, die Krise hat angefangen Mitte März, dass man jetzt anfängt, diese Umfrage zu machen. Sehen Sie da eine Gefahr, Stichwort Existenzbedrohung von Vereinen, dass diese Information und dann die nachfolgenden Maßnahmen dann zu spät kommen? Ja, wissen Sie, also da will ich jetzt nicht über eine Woche oder 10 Tage lamentieren oder streiten gar. Es ist ganz klar, dass in einer solchen Situation es Prioritäten geben muss. Und so wichtig für uns alle Sport ist, so wichtig ist in anderen Bereichen kulturelles Leben, ist die Betreuung von Kindern in Schulen und Kindertagesstätten oder Kindergärten. Vor allen Dingen das wirtschaftliche Überleben von Unternehmen und dergleichen mehr. Das liegt ja im allgemeinen Interesse, übrigens auch im Interesse des Sports. Denn wenn ich an die wirtschaftliche Situation unserer Sponsoren denke, dann kann man nur hoffen, dass auch die möglichst unbeschadet durch diese Situation durchkommen und dass wir dann nochmal anfangen, darüber nachzudenken, wie arbeiten wir denn auch im Bereich des Sponsoring in Zukunft zusammen. Ich bin sicher, dass wir den gesamten Sport betreffen und manches von dem, was wir meinetwegen im Fußball oder in anderen Bereichen gesehen haben, im Sinne von sehr großen Summen, ob es um TV-Rechte, Transfererlöse oder anderes geht, bis hin zu Gehältern, das wird sich mit Sicherheit ein Stück normalisieren. Das ist vielleicht eine ganz gute Auswirkung in den Jahren nach dieser Krise. Ich hoffe, dass der Sport insgesamt nicht darunter leidet. Und was den Radsport angeht, bin ich für den Bund Deutscher Radfahrer, seine Landesverbände, seine Vereine relativ optimistisch, aber nicht 100% sicher, ob das dann auch entsprechend funktionieren kann. Sorry für die kleine Störung, aber manchmal ist das eben so. Das ist live. Ja. Sie waren selbst Spitzenpolitiker, waren sozusagen auf der anderen Seite.
Können Sie mir ein Bild geben, was nimmt ein Politiker, der ja viel gefordert ist, von früh bis spät, unfassbar viele Aufgaben, sehr viele Stakeholder, was dringt an denen vor? Was würden Sie sich dann wiederum in die jetzige Situation transferiert? Was kann man daraus lernen für das Lobbying, für das Sport, das ja nach meiner These besser sein könnte, wo Sie in Teilen mit zufrieden sind, aber wie würden Sie sich bestmöglich so ein Lobbying, so einen Austausch zwischen Politik und Sport vorstellen? Naja, also das hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem jeweils persönlichen Hintergrund des einzelnen Politikers oder der einzelnen Politikerin zusammen. Wenn jemand wie ich Leistungssport in der Leichtathletik gemacht hat, Fußball gespielt hat und später Rennrad gefahren ist, dann hat man vielleicht zu manchen Bereichen des Sports oder zum Sport im Allgemeinen einen anderen Zugang. Und ich erinnere lebhaft Begegnungen mit Sportlerinnen und Sportlern, die auf den rund 400 Plätzen der Leistungssportförderung innerhalb der Bundeswehr sitzen. Und ich weiß auch sehr genau, was zum Beispiel die Deutsche Sporthilfe leistet. Insofern denke ich, wenn ich mir die letzten Jahre betrachte, ist die Aufmerksamkeit für den Sport und übrigens auch das Volumen seiner finanziellen Förderung von den einzelnen Athletinnen und Athleten bis hin zu den Sportverbänden, bis hin zu den Sportstätten deutlich besser geworden als zu der Zeit, als ich politisch aktiv war, in diesem Fall als Bundesminister der Verteidigung. Andererseits denke ich, dass diese Situation uns noch einmal sehr deutlich vor Augen führen sollte, dass wir alle angewiesen sind auf Zusammenwirken und Zusammenhalten und dass das ohne Ehrenamt, zumal im Sport, aber eben in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen überhaupt nicht geht. Und deswegen ist mein Wunsch für die neue Normalität, wie das ja heutzutage heißt, dass die Aufmerksamkeit für das Ehrenamt nicht nur sonntags gepredigt, sondern auch werktags praktiziert wird. Und dann sind wir bei Fragen der Förderung von Vereinen, dann sind wir bei Fragen der Bürokratie und so weiter und so weiter. Wir im Radsport zum Beispiel hätten ein ganz dringendes Anliegen, nämlich dass Genehmigungsgebühren, öffentliche Auflagen, Sicherheitskonzepte nicht wie eine gewaltige bürokratische und finanzielle Last auf die Veranstalter und Vereine herunterregnen, regelrecht. Ich nenne Ihnen ein einziges Beispiel. Wir mussten einmal im Nachwuchsbereich eine deutsche Meisterschaft absagen, weil in einem ländlichen Gebiet ein Rundkurs abgesichert werden sollte mit Auflagen, die am Ende des Tages ein Kostenvolumen von über 60.000 Euro bedeutet hätten. Und da wünsche ich mir in den Ländern, in den Städten und Landkreisen ein kleines Stück mehr Aufmerksamkeit und auch Entgegenkommen, insbesondere gegenüber denjenigen, die ehrenamtlich tätig sind. Denn alles, was wir oben an Erfolgen im Spitzensport feiern, ist nur möglich, wenn dieses ehrenamtliche Engagement im Bereich Jugend, Nachwuchs und dergleichen aufrechterhalten bleiben kann und deswegen auch entsprechend aufmerksam gefördert wird. Sie sprechen das Ehrenamt an. Würden Sie auch zustimmen, dass man sagt, einerseits Stärkung des Ehrenamts und der Bedürfnisse des Sports, andererseits auch mehr Professionalität im Sport, dass man sagt, das ist für mich kein Widerspruch, dass man sagt, man hat das Ehrenamt und die Präsidenten und die Aufsichtsräte, hat aber gleichzeitig auch eine höhere Grad noch an Hauptamtlichkeit, an Professionalität, um auf solche Krisen oder hoffentlich dann auch eine neue Normalität dann noch besser reagieren zu können. Das ist richtig, Herr Klotz, wenn Sie an die Spitzensportverbände denken oder an bestimmte Landesverbände. Wenn Sie aber an Vereine und mehr lokale und örtliche Organisationen denken, dann kann diese Professionalität nur in der Zusammenarbeit mit zum Beispiel Genehmigungsbehörden und anderen dargestellt werden. Und da gibt es sehr, sehr gute Beispiele. Wenn ich an die Stadt Berlin denke oder an die Stadt Frankfurt oder andere, die den Vereinen sowohl mit entsprechendem Sachverstand wie auch mit entsprechenden Förderfonds zur Seite stehen, damit Sport im öffentlichen Raum überhaupt noch möglich ist. Da reden wir dann nämlich über Radtouristik, über Radrennen, genauso wie über Laufveranstaltungen, wie über Triathlon und vieles andere. Das ist kein isoliertes Interesse des Radsports, sondern das ist ein Interesse des gesamten Sports, das im öffentlichen Raum auf den Straßen, Feldwegen, manchmal im Wald, beim Mountainbike und so weiter, dass dort Sport überhaupt noch möglich ist und nicht
mit Auflagen und Gebühren regelrecht so unter Druck kommt, dass manches gar nicht mehr möglich ist. Mit Blick nach vorne, wie kalkulieren Sie, was sagt Ihre insgeheime Roadmap, wann sind Radsport-Events in Deutschland wieder möglich? Ich denke im Herbst also damit meine ich in der Zeit ab Ende August sollte das wieder möglich sein, wenn wir über bestimmte Spitzensport-Events reden, wie zum Beispiel eine deutsche Meisterschaft oder dergleichen. Breitensportveranstaltungen sind unter Wahrung bestimmter Sicherheitsregeln und Hygieneregelungen heute schon teilweise wieder möglich. Da ist die Situation in den Ländern ja auch ein bisschen unterschiedlich, was kein Nachteil sein muss. Man kann auf diese Weise auch voneinander lernen. Und wenn es darum geht, zum Beispiel in der Halle Bahnradsport oder Kunstradsport zu betreiben, da wird das noch eine ziemlich lange Zeit schwierig sein, jedenfalls was Zuschauerinnen und Zuschauer angeht. Und vor diesem Hintergrund wird das ein langsames, manchmal tastendes Zurückfinden in Normalität werden. Aber ganz offen gesagt, solange wir weder Impfstoffe noch Medikamente haben gegen dieses Virus, solange werden wir bei sehr konsequenter Vorsicht bleiben müssen. Es sei denn, jemand wollte Leben riskieren und wer will das? Niemand. Mal Blick Richtung dem Großevent oder dem Großevent im Radsport der Tour de France. Da hat Herr Ralf Denk von der General Manager des deutschen Radsport-Rennstalls Bora Hans Grohe kürzlich gesagt, er habe gar nichts von den Zuschauern an der Strecke, denn die zahlen nichts, lieber eine Tour ohne Flair als gar keine Tour. Also ein starkes Plädoyer für eine Geister-Tour de France, sagen wir mal so, oder eine Medien-Tour de France. Teilen Sie seine Einschätzung? Ja, das ist ein Standpunkt, der ist sehr legitim und aus der Sicht eines Teams und der Sportlerinnen und Sportler ist das in meinen Augen gut nachzuvollziehen. Andererseits, wir sehen es ja jetzt auch im Fußball oder in anderen Bereichen, ohne die Interaktion, die Resonanz zwischen Sportlerinnen und Sportlern auf der einen Seite, Zuschauern, Fans auf der anderen Seite, fehlt etwas. Und wenn Sie an Paris-Nizza denken, da ist ja schon in Zeiten der heraufziehenden Corona-Krise geregelt worden, dass in den letzten, ich glaube es waren 300 Meter im Zielbereich Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr zugelassen waren. Andererseits, ich bin relativ optimistisch, dass wir alle etwas gelernt haben. Das hat mit Rücksichtnahme, mit gegenseitiger Unterstützung, mit Zusammenhalten zu tun. Und zu dieser Rücksichtnahme und der gemeinsamen Vorsicht gehören bestimmte Distanzen. Die räumliche Distanz muss ja nicht andere Distanzen nach sich ziehen. Und deswegen halte ich das für offen, in welchem Umfang ab dem Herbst möglicherweise Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Radsport-Event wie der Tour de France dabei sein können. Ich persönlich wünsche mir, dass das möglich ist. Und Sie glauben, dass die Tour de France stattfindet? Stand heute ja. Gilt Gleiches für die Radsport-WM, die ja in der Schweiz im Herbst stattfinden soll? Jedenfalls ist das bisher die unveränderte Planung des Weltradsportverbandes. Ich sage deswegen Stand heute, weil niemand von uns prognostizieren kann, noch nicht einmal die mit dem Virus befassten Wissenschaftler, Virologen, Epidemiologen und so weiter, welche Risiken da noch schlummern. Ich weiß nur eines, wir müssen alles tun, damit es nicht einen sogenannten zweiten Ausbruch gibt, im Sinne von eine neue Welle von Pandemie mit wahrscheinlich dann noch erheblicheren wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und anderen Folgen. Das kann sich niemand wünschen und deswegen ist Vorsicht heute sehr angebracht. Und wenn darunter das eine oder andere Element der Begeisterung, der Fankultur und so weiter nur eingeschränkt oder manchmal auch gar nicht gelebt werden kann, dann ist das immer noch besser zu vertreten und die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass man in eine andere Normalität, in eine neue Normalität hineinfinden kann. Bei der Tour de Suisse haben wir jetzt kürzlich gesehen, wie man mit einem virtuellen Rennen experimentiert hat. Dort haben wurden Teile der Rennstrecke virtuell dargestellt. Die Radfahrer haben zu Hause
sind Rad gefahren, wurden gleichzeitig dann eingeblendet, gestreamt. Also sind solche Formen der neuen Darbietung von Radsport, ist das auch eine Chance dann für den Radsport, dort auch wieder eine neue Präsenz und vielleicht auch jüngere Zielgruppe anzusprechen? Ja, klar. Ja, ganz klar. Gut, dass Sie es ansprechen. Wir haben ja die Radbundesliga in demselben Format durchgeführt. Das ist dann möglicherweise nicht dieses Riesen-Medien-Event, aber gemeinsam mit dem, was wir German Cycling Academy nennen und mit Zwift, haben wir diese Rad-Bundesliga als Event in der virtuellen Welt des Netzes durchgeführt. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch schon Gesamtsieger. Schön, dass Sie es ansprechen. Dann können Sie das nämlich Ihren Unternehmen, Ihren Kunden, Ihren Leserinnen und Lesern, Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal vermitteln. Da sind wir im deutschen Radsport und im BDR schon sehr weit. Wir führen Rennen, Rennserien, Trainingsmaßnahmen, Sichtungsmaßnahmen, Nachwuchsförderung, alles mittlerweile auch schon im Netz und mithilfe von Informationstechnik, Computern und so weiter durch. Dann abschließend Blick nochmal nach ganz weit vorne, Olympische Spiele in Tokio. Die sollten in diesem Sommer stattfinden. Finden Sie bekanntlicherweise nicht, sondern sind verschoben aufs nächste Jahr. Sie haben sich sicherlich auch mit vielen Sportlern und mit dem gesamten Verband sehr stark fokussiert und sehr viel Vorbereitung getroffen. Ja, klar. Können Sie hier mal einen Einblick geben, wo stehen da die Planungen, welche Auswirkungen hat das für Sie als Verband? Ja, für uns als Verband sind das keine so sehr gravierenden Auswirkungen. Was mir viel mehr durch den Kopf geht, ist Leistungsfähigkeit, Motivationslage der Athletinnen und Athleten, auch ihrer Trainer und Betreuer. Aber für einen Spitzensportler, der sich auf dieses Event fokussiert hat, der ganze Trainingsaufbau, alles, was mit dem Leben eines Sportlers oder einer Sportlerin zu tun hat, das ist ja jetzt ziemlich durcheinander gewürfelt und gewirbelt. Und manche werden das als abschlussgedachte Spitzenevent Olympische Spiele, Abschluss ihrer sportlichen Karriere, vermutlich so gar nicht erleben, wie zum Beispiel der Mountainbiker Manuel Fumic, der möglicherweise aus Altersgründen in diesem Jahr noch hätte starten können, im nächsten Jahr unter Umständen nicht mehr. Und so wird es vielen anderen gehen. Das ist ja nichts Radsportspezifisches. Insofern ist es schade, aber leider eben unvermeidlich, dass die Olympischen Spiele 2021 nicht in diesem Sommer stattfinden. Gibt es noch was, was Ihnen Mut macht in der Krise, was Sie jetzt gelernt haben in dieser Ausnahmesituation, wo man Dinge vielleicht einfach auch mal gemacht hat, wo man früher vielleicht viele Bedenken gehabt hätte und gesagt, lasst mal lieber zurück mit solchem Wagemut? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, das macht mir Mut für die Zukunft? Also zunächst mal als Mensch und Bürger im Alltagsleben, man merkt eine Veränderung. Leute reden miteinander, gehen manchmal freundlicher miteinander um, helfen sich gegenseitig, bieten Hilfe an und dergleichen Dinge. Das ist ja hier und da beschrieben worden, auch mit den Helden des Alltags. Ich hoffe, die Aufmerksamkeit für diese übergroße Mehrheit innerhalb der Bevölkerung bleibt so hoch, wie sie mal war. Und wird nicht verdrängt durch Minderheiten, die zum Teil mit durchaus verqueren Überlegungen und Haltungen unterwegs sind. Oder mit politisch gefährlichen, wie im Bereich Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und so weiter. Das ist, wenn Sie so wollen, der Blick des Bürgers und vom Sport her, bin ich unverändert optimistisch und sehr angetan von dem, was ich im Vereinsleben mitbekomme und von den vielen Leuten, die da ehrenamtlich helfen. Nochmal, das ist die Grundlage für alles. Und wir würden weder im Fußball, noch im Basketball, noch im Wintersport, noch im Radsport, noch irgendwo sonst Spitzenleistung erleben, wenn es diese vielen Menschen nicht gäbe, ihre Kinder zum Training bringen, die sie betreuen, die sie ermutigen und so weiter. Das ist in meinen Augen eine sehr, sehr starke Basis, die übrigens auch Deutschland auszeichnet im weltweiten Vergleich. Dann hoffen wir, dass viele Vereine in dieser
in dieser sehr extremen Situation dann nicht in diese existenziellen Nöte kommen, die Sie anfangs erwähnt haben, hoffen, dass der Radsport weiter mit modernen Technologien experimentiert, wie mit dem digitalen Fahrradfahren, und hoffen, dass keine zweite Welle kommt. Insofern vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und bis auf bald. Alles Gute für Sie und für die Zeitschrift auch. Danke, für Sie auch. Tschüss.